meine Devise heißt Umsatzsteigerung. Ich kann mir meine Kunden nicht aussuchen. Und extra Würstel gibt's bloß für den, der mir auch mehr einbringt. Ist doch ganz klar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, und 4 nimmst du wieder mit, die sind altbacken. Die kannst du meinen Sohn in Großmarkt liefern. Abgelagertes Brot ist viel gesünder, habe ich mir sagen lassen. Dann ist es selber, gell? Dass du gesund bleibst. Was braucht man denn am Mischbrot? Gar nichts. Da habe ich von der letzten Woche so viel. Das muss ich erst verkaufen. Euer Brotumsatz wird immer kleiner. Ja, die Leute verlangen halt nur geschnittenes Brot. Nur verpackte Schnittenholz. Die sind zum Schneiden schon zu faul. Du, da habe ich was Neues. Schwarzwälder Schnitten, wäre das nichts für dich? Sind die anders wie der Mischbrot? Nein, nur die Verpackung ist anders. Da kann ich gleich kassieren. Das Finanzielle macht meine Frau. Mama, zahlen. Moment. Geh doch weg. Wenn ich in der Früh zahlen muss, ist meine Laune für den ganzen Tag kaputt. Hast du überhaupt eine? Ja, Mama, von gestern nur den Rest. Aha. So, 20 Mark. Ja. Wie viel Brot lieferst du denn jetzt in Großmarkt? 800 Semmeln am Tag. Unglaublich. Doch. Und wie viel zahlt der Gerd? Das werde ich dir sagen. Aber sicher weniger wie ich. Ja, natürlich. Der nimmt auch viel mehr ab als du. Finger, du bist eine herbe Enttäuschung für mich. So, jetzt muss ich wieder weiter. Gutes Geschäft. Pass auf, dass du keinen Herzinfarkt kriegst. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Petzold. Grüß Gott. Guten Morgen, Herr Petzold. Wie geht's der Frau? Wie immer. Immer das Gleiche. Und was kriegen wir heute? Meine Frau hat es aufgeschrieben. Schauen wir mal. Hühnersuppe, ja, das ist sehr gesund für Kranke. Ist Hühnerfleisch nicht ungesund wegen der Hormone? Nein, nein, in der Büchse sitzen nur biologische Hühner. Die haben keine Hormone. Ich dachte, Hühner sind immer biologisch. Nein, nein, wissen Sie, nur biologisch gefüttert sind's. Sehen Sie, da steht's auch. Wie kocht man denn die Suppe? Ja, ganz einfach, die tun sie in ein heißes Wasser und dann machen sie einen Deckel auf und dann essen. Da müssen sie aber, bevor sie es ins heiße Wasser tun, schon ein Loch reingeben, sonst müssen sie nachher den Maler rufen für die Küche. 2 Brötchen mittelbraun. Mittelbraun, dürfen es rund sein? Ja. Ja. Du, und bring mir auch gleich noch einen Reis mit, gell? Einen Reis. 50. So, und dann brauchen wir Milch. Eine Milch. Und noch Aprikosen und Vanillezucker. Das müssen die großen Eier schon sein. Ja. Vanille und Aprikosen. Was wird denn das, Herr Petzold? Reisauflauf mit Aprikosen. Oh, na, gänz, das schaffen Sie nie. Herr Petzold, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie trinken die Milch roh, den Reis kochen Sie die Hühnersuppe und von den 2 Eiern machen Sie Rührei. Das können Sie schauen, so die Magen kommt sowieso alles wieder zusammen. So, haben wir es nachher. Jetzt soll ich mal zusammen. Das ist jetzt 99. 30. Einnahme 7,77 Mark. Rein Verdienst, 2,47 Mark, geweckt. Arbeitszeit 15 Minuten, mal 3 Personen. Dann sind 45 Minuten. Mal schauen. 7,77 Mark, gerade das. Hm. So, bitte schön, 10 Mark. 77, 80. 8 Mark und 2 sind 10. Bitte sehr. Danke. So, jetzt seid ihr brauchen's nicht. So. Auf Wiedersehen. Wiedersehen und schöne Grüße daheim. Gute Besserung. Ich gehe nach Indien. Als Rishkakuli oder als Fakir. Da komme ich auf einen besseren Stundenlohn. Ja, aber bevor wir die Fahrkarten verdient haben, müssen wir ja schon noch weitermachen. Haben Sie was vergessen, Herr Professor? Ich möchte denn doch noch 2 Brötchen dazu nehmen, denn das mit dem Reisauflauf, das ist mir zu unsicher. Ich bin beim Jakob, wegen der Rechnung. Steht was von dir drin? Nix. Ich finde nichts. Dabei eröffne ich morgen die Ausstellung der Bürger in seiner Stadt. Geh, schreibe mal auf. Da muss ich mal in der Lokalredaktion ein bisschen Dampf machen. Immer schön dynamisch bleiben, Vater. So ist's richtig. Ja, das muss man auch, sonst ist man als Politiker vom Fenster weg. Fahren wir. Fährst du mit in die Firma? Nein, ich muss ins Rathaus. Kulturausschuss. Ey, was haben wir denn heute alles im Kalender? 10 Uhr Firma Wörner wegen der Gefrieranlage. Ja, bis dahin bin ich wieder da. Der Kulturausschuss dauert höchstens eine Stunde. Wir haben sowieso kein Geld. Und was geht's denn heute? Ein Zuschuss für das Theatergastspiel im großen Saal. Was haben wir noch?
12.30 Uhr essen mit dem Landrat und seiner Frau. Ja, das wird wieder lustig. Der ist zuckerkrank und muss Diät halten. Nachmittags kommen dann die 18 Rinder. Ja, bis dahin bin ich wieder da. Übrigens, was ich dich bitten wollte, geht einmal zum jungen Spanner. Als Großabnehmer kann der ein interessanter Kunde sein, mach ihm ein Angebot. Ist das nicht ein bisschen aufdringlich? Ja, gerade weil wir uns so gut kennen. Mein liebes Kind, ich will dir was sagen. Für Zimperlichkeiten ist in unserer Branche kein Platz. Solche Sachen musst du jetzt übernehmen. Ich bin politisch völlig ausgelastet. Also geh zum Gerd. Der Kaufmann muss zäh sein und muss jede Verbindung ausnutzen, sonst tut's die Konkurrenz. Also gut, ich mach's. Aber wenn ich ein Geschäft bringe, möchte ich Provision. Natürlich. Wie viel? 10%. Gut. Wenn wir erst einmal mit einem Fuß im Supermarkt drin sind, kommen wir vielleicht mit der Zentrale ins Geschäft. Da brauchen wir den Spannagel Junior nimmer. Also, wenn ich die Kultur hinter mir hab, dann komm ich. Ist der Chef drin? Ja, grüß dich, Augusta. Sind wir in meinem Büro? Ja. Gut. Wie geht's denn deinem Sohn? Gut. Ein moderner Geschäftsmann wird er. Ein Manager. Ja, ein Großmarkt. Da läuft alles Geschäft. Das kannst du von dir nicht behaupten. Oh, sag das nicht. Ich hab heute schon 4 Semmel verkauft. So. Dann kannst du endlich deine Rechnung erledigen. Ja, in dieser Beziehung bin ich ein moderner Geschäftsmann. Ach so. Ich nehme einen Scheck, wenn ein Euro ist. Schade. Scheck habe ich leider keinen dabei. Ja, schau. Ich habe ja viel extra Ausgaben. Investitionen. Lager vergrößern. Ja, du schon her. Mein Warenangebot wird immer mehr. Ja, und die Kundschaft wird immer weniger. Nicole? Hoffentlich kommt er diesmal seine Rechnungen bezahlen. Also lassen wir das jetzt vorläufig mit den Rechnungen. Du bist ja mein Freund. Jetzt bist du der meine. Ja. Bayern müssen zusammenhalten. Da schon her, der hat einen schönen Artikel für dich, einen neuen. Leberwurst, westfälische Art, hausgemacht. Du, ich häng ja noch mit deiner alten Lieferung. Weißt, mein Umsatz wird immer kleiner. Gut. Majoran gehört rein. Majoran? Naja, in der Leberwurst gehört der Majoran. Also, du hast Kredit bei mir, das weißt doch. Das wird mir halt recht gefährlich. Das obere Stockwerk von meinem Haus gehört die Lieferanten schon. Herrschaft, Jakob, du hast deine Tochter, die eigentlich weg müsst, und ich habe einen sehr festen Sohn und einen tüchtigen Geschäftsmann. Hat er die Tüchtigkeit von dir gehabt? Okay, Herrschaft, du weißt doch ganz genau, dass ich noch Pech gehabt habe. Wenn er mich nicht verkalkuliert hätte, steht doch heute so da. Ja, das Geld verdienen muss man denen überlassen, die es kennen. Also, was ist der für den Morgen liefern? Na, da brauche ich eine Probepackung, mindestens 10. Ja, dass du nicht vom Fleisch fallst. Leben und leben lassen. Hey Nicole, bring doch einmal eine Probepackung von der Westfälischen. Ach, für Herrn Spannard. Herrschaft, deine Nicole, immer hübscher. Na, wie wär's? Wir waren doch als Verwandte wunderbare Geschäftspartner. Du glaubst, dann brauchst du gar keine Rechnung mehr zahlen. Für Herrn Spannard. Gratis. Aber das ist wieder ein Umsatz. Frau Vogel, ich baue an. Chef, das ist die Kundschaft von morgen. Das hat Ihr Vater auch immer gesagt, Gott haben selig. Er hat ihn selig. Wie viel Geld haben wir denn heute dabei? 20 Pfennig. So. Für 20 Pfennig gibt's bei uns im Laden überhaupt nichts. Doch, gut, die gibt es. Rede mal mit deinem Papa, dass der ein bisschen mehr Taschengeld gibt, nicht? Oder mit der Oma, mal. Da geht's leichter. So. Oder schick mal die Oma mal her, dann reden wir mit ihr. Ja? So, die sind eine gute, gell? Ja. So, für dein Gott. Für Gott. Wiederschauen. Einen schönen Gruß vom Jakob. Danke. Wie war's denn? Oh ja, eine neue Leberwurst hat er. Da. Die ist ganz gut. 250 Gramm. Einkauf 4,50. Probier's einmal. Wie viel verlangen wir denn? 4,50, 6.
Ja, 6,40 müssen wir schon nehmen. Ein bisschen was müssen wir auch verdienen. 6,45. Frau Vogel, ein neuer Artikel für die bessere Kundschaft. 6,45 Auszeichnung. Ja, ist recht. Na und, was war sonst? Ha, der Kerl hat ja nur Geld im Kopf. Stell dir vor, das halbe Haus gehört ihm schon, jetzt will er auch noch unseren Sohn. Was denn Gerd? Als Geschäftsführer? Na, na. Schlimmer, als Schwiegersohn. Ah, die Nicole ist doch keine Frau für unseren Gerd. Der braucht was temperamentvoll ist. Na ja, die kriegt schon ein Temperament mit der Mitgift. Ne? Eine Einheirat hat unser Gerd nicht nötig. Aber wir? Schau, Mama, wir wären aus allem raus und der Gerd, der wäre versorgt. Ich muss mal schauen, dass der irgendwas kuppeln kann. Du, ich bitte dich, diskret, ja? Du, was war? Wartet er mit der Rechnung? Ah, noch schlimmer. Er hat mir wieder Kritik gegeben, der Kerl, der Schlechte. Na, das ist doch gut. Na, Mama, das ist nicht gut. Schau, ich habe beim Jakob Schulden. Ja. Unser Haus ist mit seiner Hypothek belastet. Wenn ich nicht mehr bei ihm einkaufe, dann schickt er mir den Gerichtsvollzieher. Also kaufe ich weiter seine Würstel, die ich aber nicht zahlen kann und nicht verkaufen kann. Und eines Tages hat er mir völlig in der Hand, verstehst? Das ist wie bei den Ölscheichs. Was? Was? Was ist das? Nein. Ja, nicht. Also jetzt tun wir die Rechnung wieder in den Tresor, damit es nicht verloren geht. Okay? Wenn ich da reinschaue, kriege ich es kalte Grausen. Dann machen wir die Tür wieder zu. Mama, wir brauchen mehr Geld. Und Umsatz. Weißt, eiserne Sparmaßnahmen. Als erstes fliegt die Vogel. Was? Frau Vogel, ich glaube, es ist das Beste, wenn wir uns trennen, weil stricken können sie auch zu Hause. Gustav, das kannst du doch nicht machen, wo schon so lange bei uns ist. Dein Vater tät sich im Grab umdrehen. Der hat die gleiche Figur gehabt. Ein tüchtiger Mann war das und ein Geschäft haben wir gehabt. Zwei Lehrmädeln waren wir. Wir waren das erste Haus am Platz. Drehen Sie herum. Damals hat es ja noch keinen Supermarkt gegeben in der Stadt. Frau Hechler, hier ist der Katalog für die Herbstkollektion. Wir müssen natürlich erst einmal im unteren Preisklassen halten. Ein Einzelstück aus der Extraklasse, brauchen wir auch. Eine bessere Kunde. Gut, Sie kaufen dann noch mehr. Und schauen Sie doch mal nach, was für uns in Frage kommt. Ja, gut. Ja, Nicole, grüß dich. Kaufst du bei uns ein oder kommst du zu mir? Entschuldige bitte, Gerd, ich hätte ja noch gewartet. Aber deine Sekretärin hat mich hergeschickt. Ja, die weiß eben, was ich gehört. Schick siehst du aus. Du siehst auch gut aus. Der neue Senkrechtstarter. Und was kann ich für dich tun? Na, weißt du, das ist mit zwei Worten nicht so leicht zu erklären. Na ja, dann gehen wir in mein Büro. Komm. Aber mach dir bitte keine übertriebenen Vorstellungen von meinem Büro. Das ist doch sehr einfach gerichtet. Du, setz dich doch. Hausmacher Leberwurst nach einem 300 Jahre alten Familienrezept. Na, das ist doch todsicher Schwindel. Probier's doch erst mal. Du, setz dich doch hier, das ist ja viel bequemer. Nicht schlecht. Und das Rezept ist wirklich 300 Jahre in Familienbesitz. Gefällt dir die Aufmachung nicht? Tja, eine gute Verpackung verkauft sich zumindest besser als eine schlechte. Wir können dir davon liefern, so viel wie du willst. Bei guten Kunden sind wir im Preis sehr entgegenkommend. Hm? Wie viel brauchst du für den Anfang? Tja, Moment mal, ist das ein Überfall? Nein, ein Angebot. Erstens bekommst du das 250-Gramm-Glas für 3,95 Mark. Dann kannst du noch immer unter 5 Mark verkaufen. Du, meine Handelsspanne mache ich mir selber, gell? Nimm doch erst mal 50 Gläser. Auf Kommission. Da werden wir ja sehen, wie viel du verkaufst. Und zweitens? Zweitens bin ich persönlich daran interessiert. Och, man hat's ja heute doppelt so schwer als Frau in unserer Branche. Außerdem würde ich meinem Vater gern beweisen, dass ich auch ein größeres Geschäft im Gang bringen kann. Ich meine, drittens,
Wenn sich der Verkauf gut anlässt, dann könntest du eine Empfehlung an eure Einkaufszentrale geben. Für einen Großeinkauf. Ach, mein Vater würde staunen. Gut, Nicole, schick mir in den nächsten Tagen deine 50 Gläser vorbei. Wieso in den nächsten Tagen? Ich hab sie doch schon unten im Wagen. Das sagt noch einer was von geschäftsuntüchtigen Frauen. Und dann hätten wir noch was ganz Besonderes hereinbekommen. Eine Spezialität für Feinschmecker. Hier, westfälische Spezialität. Gell, Gustav? Die Leberwurst ist doch sehr zu empfehlen. Ja, Frau Doktor, sehr zu empfehlen. 300 Jahre alt. Also, das Rezept ist 300 Jahre alt. Und sage und schreibe für Sie 6,45 Mark. Bitte. Die Leute glauben immer, dass Ärzte Millionäre sind. Na ja, Frau Doktor, das sind's doch. Und wenn nicht, dann werden sie es noch. Na ja, schön wär's schon. Aber Ärzte müssen auch sparen. Ja, dann kriegen sie die Wurst für 6,45 Mark, ne? Wissen Sie, dass ich bei Ihnen fast immer teurer kaufe als drüben im Großmarkt? Da habe ich mich allmählich schon dran gewöhnt. Aber für dieselbe Ware 66 Pfennig mehr zahlen, das ist mir denn doch zu viel. Ja, Frau Doktor, Sie können doch meine Delikatessen nicht mit dem Ramsch vom Großmarkt vergleichen. Dieselbe Leberwurst verkauft der Großmarkt für 5,79 Mark. Ja, das gibt's doch nicht. Dann ist nicht 300 Jahre alt. Ja, oder das Glas ist kleiner. Dasselbe Glas, die gleiche Größe, nur 66 Pfennig billiger. Das muss ich genau wissen. Gib was. Unglaublich. Ich hab nur geschaut. Bitte folgen Sie mir. Tut deine Finger weg. Mein Herr, Sie hat vergessen zu bezahlen. Ich habe ja nichts gekauft, ich hab nur geschaut. Kommen Sie mit. Erlauben Sie mal. Sie wissen wohl nicht, wer ich bin. Nein, was? Ich bin neu hier. Aha, dann waren Sie die längste Zeit da. Da werden Sie aber Schwierigkeiten mit meinem Sohn kriegen. Ihren Ausweis. Ich brauche keinen Ausweis, man kennt mich. Ich bin der Vater von Ihrem Dings da, von Ihrem Chef. Das ist ja die neueste Masche. Haltet den Dieb! Geh weg da! Lass den nicht sofort los! Los, haltet den Dieb! Was ist denn hier los? Der Mensch hat ein Glas Leberwurst gestohlen, behauptet, er wäre Ihr Vater. Er ist es. Jetzt reicht's mir, jetzt klaut er auch noch bei mir. Haltet den Dieb! Vater, du bleibst da! Das ist ja unmöglich, jetzt kommst du zu klauen zu mir! Ich klau nicht! Das habe ich nicht nötig, noch nicht! Und was ist das? Ausmacher Leberwurst ja. Nach westfälischer Art. Könnte man selber eine runterhauen. Ja, tut er nur keinen Zwang an, Vater. Müsst ihr schon wieder streiten? Zwei erwachsene Männer. Grüß dich, Gerti. Grüß dich, Mutter. Er selber will sich ohrfeigen. Er, sich. Ah ja? Also, Papa, was ist? Wir warten. Ach, seid doch nicht so kindisch. Na, was war denn? Im Großmarkt hat er geklaut. Du, das sag ich dir. Ja, das sagt man nicht von seinem Vater. Das hat er aber. Herrschaft, ich hab doch diese Scheißwurst. Die hab ich nur genommen, weil ich die Preise kontrollieren wollte. Aber der Depp, sein Hausdetektiv. Ja, was glaubst du, was bei uns gestohlen wird den ganzen Tag? Aber die Ausrede, dass jemand die Ware mitgebracht hat, die ist neu. Die muss ich unserem Detektiv wirklich erzählen. Ist der neu? Ja, der ist neu. Nicht von hier? Nein, von weiter weg. Drum. Ein unsympathischer Mensch. Dort, die Wurst ist von mir, na, also ist auch mein Preis drauf. So was. Ja, die ist ja tatsächlich von dir. Ja, das hättest du aber auch gleich sagen können. Du verkaufst wirklich für 6,45 Mark und da bringst du es ja nie los. Ich krieg's ja auch nicht los. Also, Gerti, was ist jetzt? Bleibst zum Essen da? Was gibt's denn? Reisauflauf mit Aprikosen. Das Rezept hat mir der Herr Petzold aufgeschwatzt. Ja, ich bin eigentlich verabredet. Ah ja, mit wem denn? Mit der Nicole vom Jakob. Oh, das geht aber schnell mit euch zwei beiden. Ich verbiete dir den Umgang mit diesen Leuten. Ja, aber Gustav. Die sind schuld an dem ganzen Ärger. Du hast doch selbst gewünscht, dass die beiden zusammen. Der hat doch dir die Wurst verkauft. Nein, die Nicole. Ja, die ist genauso raffiniert wie er. Für wie viel? Das weiß ich nicht auswendig, da müsst ihr erst nachschauen. Ja, aber doch unter 4 Mark, ne? Ja. Und verkaufen tust du das für 5,79 Mark. Ja, du kennst aber unsere Preise genau. Ja, die Kundschaft hat mir's ja dauernd vor. Ja, Gerti, das ist aber wirklich nicht nett von dir, dass du dauernd so gegen uns arbeitest. Deswegen haben wir dich nicht studieren lassen.
wäre Pfarrer geworden, dann hätten wir das ganze Problem nicht mit der Konkurrenz. Aber jetzt alte, ehrliche Kaufleute ruinieren! Ja, was ist denn daran unehrlich, wenn ich dem Kunden eine gute Ware zu erschwinglichen Preisen biete? Und jetzt geh, sonst gibt's noch Du setzt dich hin und isst jetzt. Ja. So was. Wir kaufen en gros, wir bekommen Rabatt. Der Umsatz macht's, verstehst du's? Ja. Da. Anlocken tust die Kundschaft, dass er nur dein Handelsklump kauft. Jeder will verdienen, das ist halt der Kaufspsychologie. Was ist denn Schlechtes daran? Wie viele Menschen leben von uns? Nicht nur unsere Angestellten, die ganzen Zuliefererindustrien. Von Textil über Elektro bis zu dem Jakobs, wenn du so willst. Ist. Guten Abend. Auf Wiedersehen. Wo gehst du hin? Zum Rendezvous. Was schon wieder? Du bist mir zu langweilig. Mit dem Spannagel, Gerd. Und was machst du? Ich ziehe meinen schwarzen Anzug an. Ich muss ins Konzert. Streichquartett als Kulturbeauftragter. Furchtbar. Viel Vergnügen. Und trink nicht zu viel. Da gibt's nichts zu trinken. Nur Opus. Mit Geigen. Sicher ist das eine gute Partie. Gemachtes Bett sozusagen. Sage doch. Ja, aber ob das für unseren Gerd die richtige ist, das mit zwei Ws, hat doch der nicht nötig. Ach, die zwei quälen sich schon aneinander. Überhaupt muss ich mit diesem Jakob reden, dass wenn wir jetzt in engere familiäre Beziehungen treten, dann muss man seine Würstel zu wesentlich besseren Konditionen liefern. Gustl, denk doch nicht immer zu nur ans Geld. Geld ist nicht das Wichtigste. Wem es hat, nicht. Du sag, möchtest du nicht noch was von dem Reisauflauf? Es ist noch so viel da. Du, Mama, den tun wir in eine andere Schüssel, schön appetitlich. Wozu? Und ich bringe ihn dem Herrn Petzold und sag, den hast du extra für ihn gemacht. Das ist meine Kundenwerbung. Gehen wir noch in den Garten. Also. Kannst du dich noch an den Oberlehrer Wimmer erinnern, der mir so rote Flecken gekriegt hat, immer ihn geärgert hat? Und wo warst du dann? Dann war ich im Internat. Interessant. War's nett? Ach, langweilig. Aber ich habe Französisch gelernt. Ich habe mich mit einer Engländerin angefreundet. Wir besuchen uns manchmal. Und dann? Dann habe ich bei Vater gelernt. Weißt du, mir macht der Job Spaß, weil Vater mir enorm freie Hand lässt. Aber auf die Dauer, ich glaube, ich gehe erst mal ins Ausland. Mich ein bisschen in der EWG umsehen, da hat man noch große Möglichkeiten. Willst du mitkommen? Nein, ich fühle mich im Konzern ganz wohl. Da gibt es ungeheure Aufstiegsmöglichkeiten. Außerdem ist das alles wie eine große Familie, wie bei der Bundesbahn. Dankeschön. Und wenn ich dann später eine eigene Familie gründe? Ja, willst du das tatsächlich? Tja, warum nicht? Grüß Gott, Herr Spannagel. Herr Petzold, guten Abend. Haben Sie schon gekocht? Na, ich versuche es gerade. Brauche es nicht mehr da. Reisauflauf eigens für Sie gemacht. Ja, das ist aber ganz lieb. Ich bedanke mich herzlich. Bitte schön. Und gute Besserung an Ihre Frau. Danke. Auf Wiedersehen morgen. Wiederschauen morgen im Geschäft. Ja. Na bitte, den Service kann ein Großmarkt nicht bieten.